Aber nein. Das ist aber auch unfair hier. Ich will auch mit so einer Kiste fahren. So, ich ramm den jetzt aber nicht, weil der lässt sich ja eh nicht wegdrängen. Und bevor ich den wegdränge, wird der wahrscheinlich eher mich wegdrängen und dann habe ich wieder die Arschkarte gezogen. Stattdessen selbe Strategie wie vorhin, vorne rausfahren und diesmal nach Möglichkeit nicht irgendwo dagegen fahren. So, ein bisschen abbremsen, so ist das ja schon schöner. So, dann machen wir halt mal nicht mit Handbremse. Was macht der denn? Ja, genau so. So habe ich mir das schon eher vorgestellt. Ja. Schön, schön. Das entspricht genau meinem Vorstellungsbild. Warum erst beim zweiten Mal? Und man scheint ja ab und zu mit dem Gas absetzen zu müssen, damit der dann wieder auf die Idee kommt zu schalten. Ich weiß nicht, ob das wirklich was ausmacht in Sachen Beschleunigung, aber... diesmal sind sie nicht zusammengerammelt. War wahrscheinlich doch aus Versehen vorhin. Kann ich mir aber kaum vorstellen eigentlich. So, hier rüber. Und da sollten wir es doch dann auch haben, ne? Hallo Bulle. Zack, vorbei. Jetzt müssen wir eigentlich bloß noch über die Brücke. Und dann haben wir es doch schon. Zack, hier lang. Hier durch. Ach, wie schön. Wo ist er denn? Egal. Sieg! Sieg! Ich hab's geschafft! Warum so einer? Warum kann ich eigentlich nicht selber fahren? Ich meine, warum? So, dann speichern wir jetzt mal und schauen mal, ob wir jetzt noch jemanden anheuern oder was jetzt losgeht. So, das weg. Und dann wieder rein in den Club. Le Club. Le Club Malibu. Der Coup. As you can see, gentlemen, this is going to be the easiest buck we ever made. Hey, Tommy, seriously, you gotta consider going into law. What the hell are you smoking, man? This ain't no simple plan. Well, who needs a simple plan anyway? Take communism. Now that was a simple plan. Didn't do Russia any favors, huh? Calm down, all right? With a team like this, it's gonna be no problem. We got Cam on safe. Phil, you and me will handle security. And Hillary will drive the getaway car. aren't you forgetting somebody? Somebody who helped you to no end in this town? Somebody Ken! Like Ken, that's right. Ken here, he washes the money for us. And he keeps the drinks on ice. I don't understand what I'm supposed to be doing here. Look, it's easy. Haven't you ever seen a movie? We walk into the bank. We wave the gun around and leave very rich men. Ja, klingt doch gut. I'll drive. Great! A passenger! Wait till I tell the group about this. Komm schneller, Phil. Blub, und da wurde spontan umgeswitcht innen drin. Wahrscheinlich müssen die hier festgeschriebene Positionen besetzen. Ja, aber Hillary sitzt doch gar nicht neben Phil. Hillary ist doch der fette Fahrer. Hui. So, also rüber auf die andere Seite und da hatten wir doch mal so einen Geldtransporter gesehen. Vielleicht ist da irgendwie... mal gucken. Auf jeden Fall erst nochmal an unserem schnieken Anwesen vorbei. Hallo? Oh, ich wollte Geld einsammeln gehen eigentlich, fällt mir gerade ein. Naja, später. Erstmal hier schön die Bank überfallen, ganz gepflegt. Und dann gucken wir dann mal weiter. So. Driving around the block, okay? Okay, Tommy, okay.
wunderbar. Was auch immer jetzt gerade hinten rausgenommen haben, ich habe keine Ahnung, denn wir sind ja immer noch so bewaffnet wie vorher. Und es ist tatsächlich hier, wo ich es mir dachte. Den Geldtransporter hatte ich ja schon gesehen. El Banco Corrupto Grande. Ja, ja, genau so. Schauen wir mal. Nice and easy, just as we planned. Ach, wie geil. Na, das ist doch mal ein cooles Outfit. Ich glaube, damit könnte ich immer rumlaufen. Das ist doch richtig stilvoll. Und wir haben... Was ist das denn für eine Waffe? Ich würde es ja jetzt gerne ausprobieren. 24 Schuss. Ich gehe aber mal lieber... Ich bleib bei der, auch wenn ich da bloß wenig Schuss für habe. Aber für die andere habe ich auch nicht viel mehr. This is a raid! Nobody move! Everybody up against that wall! Phil, hold down the fort. Wilco, roger that! Come on, Cam, the vault's upstairs. Okay, dann wollen wir mal. Seid ihr auch alle artig? Bist du artig? Oh, you're gonna wish you'd never been born. Jetzt nicht mehr? Bist du artig? Du jetzt auch nicht mehr? Na super. Ich lasse das dann mal lieber. Und wir gucken mal, was wir hier oben haben. Irgendwie habe ich jetzt mehr Muni als vorher. Kann das sein? Und jetzt habe ich ja wieder... Oh, die haut aber durch. Na, das ist doch schön. Aber die ist mir trotzdem lieber. Also ich bleib dann mal bei dem hier. Das haben wir voll. Und wir sollen... Ja, komm, Cam. Komm, komm. Wir sollen hier oben irgendwo hin. Hier sind doch bestimmt noch mehr, oder? Ach, genau. So, das warst du. So, und das warst du. Ja, mit der Muni. Und du hast keine? Das ist aber doof. Na gut, dann bist du da. Wunderbar. In den Aufzug. Und... Ah ja. Das war jetzt gar nicht mal so schwer. Ich nehme mal an, da werden noch Komplikationen auf uns zukommen. Das zum Beispiel. Achso, okay. Dann werden wir natürlich den Manager suchen, denn stundenlang zu warten ist jetzt nicht ganz so mein Ding. Und, okay, das scheint hier auf der Etage zu sein mit... Wo ist der denn? Ich sehe den gar nicht. Na gut, gehen wir mal gucken. Ach komm, wir gehen mal Phil vorbeigucken. Alles fit hier? Ja, sieht gut aus. So, haben wir da noch? Ach, hier gibt's ja noch. Linke Umschalt, rechte Umschalt zum Beenden. Okay, war jetzt nicht so spannend. Das nehmen wir noch mit und dann... Ach, da ist jemand. Das habe ich ja gar nicht gesehen. Na, Kollege? Zack, in die Fresse. Komm mit. Komm mit. So, wir rüsten uns aber mal wieder aus. Könnte ja irgendwo jemand noch stehen. I said nobody move. Typ, wehe, du verkackst das da unten. Aber dann. Komm. Wunderbar. Komm. Den Typen musst du mal einfach, ja, latsch einfach drüber, ist okay. Fresse, Penner. Stay here. You try anything and you're dead. I'm gonna check on Phil. I'll be right back. Genau. Penner. Zack, in die Eier. So, und nach unten. Ich ahne, was kommt. Ich ahne es. Ach, große Überraschung. Große Überraschung. Wer hätte das gedacht? Na, alles fit, Kollege. The vault's open. Okay, we got the SWAT retirement fund. Let's get out of here. Okay, you asked for it. You've had your last chance. Whoa, what jetzt? Na, supi. Ich geh mal in die Ecke hier.
Kann man die schon erschießen? Offenbar nicht. Hui. So, haben wir noch jemanden? Ich sehe gar nichts. Da oben ist da noch einer. Das warst du. Ich renne hier mal ein Stück. Ja, ich will mal hier. Gib mir mal die Waffe, Mensch. Ach. Ach, hier ist ein Glastisch. Ach so. Gut, dann habe ich jetzt nur noch ganz wenig Leben. Aber ich glaube, oben war doch noch was zum Heilen, oder? War hier nicht noch... Genau. Wunderbar. Das nehmen wir noch mit. So, dann schauen wir mal. Ja. Hey guys, get in. I got you covered. Oh, du bist so nutzlos. Du bist so nutzlos. Na komm, dann wollen wir mal. Einsteigen bitte. Unten fort. Lalala. Hinein. Ach, wie göttlich. Das war doch eigentlich einfacher als gedacht. Neuer Motor, neue Lackierung. Die Cops werden dich nicht identifizieren. Nein, natürlich, denn wir haben jetzt von gelbem Taxi auf gelbes Taxi gewechselt. Und die schießen auch immer noch auf uns. Egal. Immerhin scheint uns niemand zu verfolgen. Ja, das war doch eigentlich ein ganz einfacher Bruch, oder? Also ich meine, so kompliziert war es jetzt auch nicht gewesen. Zu Cams Hütte, geht klar. Hinein. Yay. Rich! Oh, hi there, Mercedes. Yeah, I'm a little tense. Oh, Mercedes. What I tell ya? Ben Swap better watch out when Ken Paul is in town. Come on, give me a bigger slice, mate. Come on, I've got to get some new friends. Mit Mercedes rumgemacht. Bankmission erfüllt. Der Malibu Club generiert nun bis zu 10.000 Euro Dollar Einkünfte. Holt ihr das Geld regelmäßig ab? Na klar doch. Aber jetzt, Leute, werde ich erstmal zum Versetti Estate machen. Bankräuber-Outfit beim Malibu Club in West Point erhältlich. Schön. Ich werde jetzt erstmal zum Versetti Estate machen und unser Geld einsacken. Oder, ach nein, kommt, wenn wir schon mal hier sind, dann machen wir noch fix die Mission. Da können wir das noch abschließen hier. Und noch ein bisschen Geld einsacken. Oh, wir haben schon wieder 84.000. Mensch, na gut, wir haben gerade 50.000 gekriegt, ne? Was denn? I really enjoyed working with you. Ain't had so much fun since the region nine, pal. Anyhow, if you need anything, you call on me, here. I always remember those I served with. And I'm sure I can help you out, here. Der klang ein bisschen besoffen. Gefeuert! There is a valuable exchange taking place on the roof of the Cherry Popper Ice Cream Company. Feel everyone involved, feel the merchandise and exit the helipad at the airport. Okay, eine Eiscreme-Fabrik. Geh auf das Gelände hinter Cherry Popper Eiscreme-Fabrik und dann auf das Dach, wo der Deal abgewickelt wird. Okay. Ist jetzt wahrscheinlich nicht gerade die munitionssparende Variante. Gut, das nehmen wir mit. Aber Hauptsache es funktioniert, wa? Ist das hier? Nein, ist es nicht. Dann wechseln wir mal. Zack. Zacki, zacki. Hinter die Karre versteckt. So. Hätten wir den. Stecken das ein. Du da. Bist tot. Und du da ebenfalls. Genau. So, was haben wir hier? Ach, wie schön. Hihihi.